So, hier waren doch noch mehr. Haben wir die jetzt alle schon verjagt? Ach, hier ist noch einer. Guck an. Na, komm her, mein Kleiner. Komm, komm. So, den haben wir. So, wie sieht's denn aus? Trinken könnten wir ein bisschen und essen auch. Trinken können wir gleich. Warte mal, wir essen erstmal die Bären. Fleisch haben wir ja noch nicht gegart. Ich mache hier gleich irgendwo mal ein Lagerfeuer hin erstmal. Dann machen wir uns erstmal ein Lagerfeuerchen und wie gesagt, jetzt erstmal gerade der Richtigkeit halber Schüchchen bitte. Danke. So, einmal ein paar Schuhe bitte. So, dann sind wir doch gleich mit Socken. Alles wunderbar. So, ich habe aber den Sattel behalten, sehe ich gerade. Item Skin. Warte mal, Item Skin, ist das jetzt nur ein Skin oder ist das jetzt wirklich der Sattel? Weil ich kann es nicht auswählen. Weight 0,5. Aber das hat Gewicht. Das kann doch. Wenn das Gewicht hat, das muss ein Sattel sein. Definitiv. Den habe ich coolerweise behalten. So, wo kann ich denn mal. Ja, das sieht so aus, als würde ich gerne hier bleiben und hier ein Lagerfeuer machen. Aber sowas von nicht. Das machen wir nicht. So, hier ist ein Styracosaurus. Der würde wahrscheinlich sowieso angreifen, wenn da der große T-Rex kommt. Hier sind zwei. Ich glaube, hier fühle ich mich sicher. Weil ich habe ja schon gesehen, dass die auch kämpfen. Ich glaube, dann gehe ich mal hier hin. Mach uns hier mal gerade ein Lagerfeuer. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich glaube, hier kommen die erstmal nicht hin. Pass auf, dann machen wir hier mal ein Lagerfeuer hin. Ich kann wahrscheinlich gerade keins bauen. Nein, kann ich nicht. Ich brauche Wood. Ja gut, zwei Wood. Die werden wir ja wohl gerade... Die werden wir ja wohl gerade hier irgendwo zusammenkriegen. So, pass mal auf. Da unten haben wir doch... Da haben wir doch... Ach, da ist wieder unser fliegender Baum. Den habe ich ja, glaube ich, ganz am Anfang schon gesehen. So, mal ein bisschen Holz sammeln. So, und dann wie gesagt, hier oben gerade mal zwischen den Felsen machen wir uns gerade mal ein Lagerfeuerchen, bevor uns das ganze Fleisch dann verrottet. So, wo sind wir denn? Na, 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 da ist es. So, 7 Fleisch haben wir, das ist gut. Da können wir doch schon mit arbeiten. So, 6 dann mal gerade hier hin. So, einmal open. Dann... Oh, 0,5 Holz, das ist ja prima. Stimmt, ich hatte ja gar nicht so viel gesammelt. Ja, dann warte, dann müssen wir gerade nochmal los. Dann müssen wir leider nochmal los. Dann holen wir uns gerade noch ein bisschen Feuerholz. Holz vor die Hütten. Und dann... So, das ist nur das Styracosaurus, ne? Der macht nichts. Aber nicht, dass der Große jetzt hier auf Wanderschaft geht. Weil das ist, glaube ich, derselbe Pop wie vom See, dieser Rote. Der hat so ein rotes Fell, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Eine rote Haut. Knall. Das hört sich an, wie so eine alte Tür aufgehen würde. Und ich brauche ja auch wieder Wood, um gleich repairen zu können. Falls die Axt gleich wieder den Geist aufgibt. Oh, und da haben wir schon wieder gekackt. Wunderbar. Erstmal frisch geschissen. Ich freue mich. Dunkeln Scheiße aufsammeln ist aber jetzt ein bisschen blöd. Das machen wir nicht. Das mache ich lieber wieder, wenn es hell ist. Momentan haben wir ja eh noch nicht viele Samen. So, wie sieht's denn aus? Hier haben wir jetzt irgendwo ein Feuer gecraftet. Eben, wo ist es denn? Jetzt habe ich so gut gecraftet, dass ich es nicht mehr finde. Da ist es so. So, einmal hier bitte. Und dann hier mal Holz drauf. Und das Fleisch bitte drauf. Und dann leiten wir mal. So. Was können wir denn gerade noch bauen? Ich muss mal gerade schauen. Was können wir denn noch brauchen? Wir können gerade gar nichts bauen. Okay, ich würde gerne hier so ein... Fiber brauche ich dafür. Warte mal, Fiber könnte ich doch mir gerade nochmal holen. Fiber könnten wir aber nicht von da. Ich glaube, ich gehe hier auf die Seite. Weil da unten der Große war.
So, haben wir da unten noch ein paar Büsche? Lass mal schauen. Hier sind doch bestimmt noch ein paar. Jawohl, hier können wir noch ein bisschen krabbeln. Drei Fiber. Ist das da? Okay, nur eine Wurzel. 5, 8. Ja, das reicht erstmal. Das reicht erstmal. Dann gehen wir erstmal. Oh, wie schön das aussieht, ne? Geil. Schön so in der Mitte mit den Flammen. Das ist richtig cool. Geiles Licht. So, erstmal wieder hier ans Feuer, damit wir uns ein bisschen wärmen können. So, wunderbar. Also, ich wollte bitte eine Wasserflasche bauen. Danke. Muss ich da mal schauen, wie wir die füllen. Das steht hoffentlich dabei. Wie gesagt, die verliert langsam Wasser, also die ist nicht komplett dicht. So, got to keep hydrated. Die lege ich mal auf die 5. Jetzt muss ich nochmal schauen, wenn ich die jetzt nehme. Können wir nicht nehmen gerade, ne? So, jetzt gehe ich mal hier ans Wasser. So, jetzt hier die 5 drücken. Trinkt die jetzt oder füllt die auf? Okay, die hat die gefüllt, glaube ich, ne? Da unten ist jetzt so ein blauer Balken. Okay, alles klar. Das heißt... Gut, immer wenn es blinkt, verliert die anscheinend Wasser. Das macht aber nichts. So, wie sieht es hier aus mit dem... Nein, ich wollte eigentlich das Feuer nicht ausmachen. Ich wollte es eigentlich... Access Inventory, genau. So. Da haben wir schon mal 5 Fleisch. Wunderbar. Ach, das klappt doch einfach. Das klappt doch einfach. Wir haben, wie gesagt, nicht mehr so viel im Inventar wie vorher, aber... Was ist das denn? Stone. Achso. Das sah gerade aus wie ein Graubrot. Wie ein grau gewordenes Brot. So, ein bisschen Hide haben wir noch. 0,17. Wie kommt der Wert zustande? Verstehe ich jetzt auch nicht so ganz. So, da haben wir noch einmal Fleisch. Dann holen wir uns das noch runter und dann hoffe ich, dass es gleich mal wieder Tag wird, ehrlich gesagt. Denn ich möchte doch langsam mal weiterziehen. Ich wollte ja eigentlich noch was bauen. Aber wir sind ja dann eben blöderweise gestorben. So. Okay, ist fertig. So, das Holz nehmen wir uns mit. Dann geht das Feuer eigentlich von selbst aus. Hoffe ich. Na gut, solange es noch brennt, ist mir das ja egal. So, jetzt geht's aus. Alles klar. So, können wir uns ja auch merken hier zwischen den Felsen. Sollten wir nochmal zum alten Lager zurückkehren, dann wissen wir ja, dass es da ist. So, ich sehe ja halbwegs was im Moment, ne? Gut, schwimmen werde ich, glaube ich, nicht gehen. Jetzt kann es natürlich auch sein, dass die Skorpione da vorne wieder irgendwo sind. Was hat es mit diesen Dingern auf sich? Das möchte ich echt mal gerne wissen. So, wo ist denn der Mond? Da ist der Mond. Okay, das kann noch ein bisschen dauern. Der geht ja da dann, glaube ich, unter, ne? Denke ich mal. Ich weiß es natürlich nicht genau. Und ich weiß jetzt natürlich nicht, wo Kollege Tyrannosaurus ist. Ich glaube, bis wir so einen platt kriegen, da müssen wir echt lange machen, du. Da müssen wir echt noch ein bisschen arbeiten. Was hat dieses Plus da oben zu bedeuten? Und jetzt blinkt da auf einmal so eine Hand auf. Ach so, dann können wir was aufnehmen, glaube ich, ne? Ja, genau. Wenn es in der Nähe ist zum Aufnehmen, dann einfach mal E drücken. So, jetzt wie gesagt, das Problem ist, dass ich die Krokodile nicht sehe. Die Krokodile sind schwarz. Deswegen, das ist jetzt eine schlechte Idee, da lang zu gehen. Das machen wir jetzt auch nicht. Ich habe keine Lust, schon wieder zu sterben. Ich glaube, ich nehme einfach mal ein bisschen Zeug mit hier. Ich habe ja hier gerade einen halbwegs guten Überblick. Dann farmen wir eben ein bisschen. Gehört ja auch dazu. Das war eben echt gemein mit diesem Piranha, ey. Ich sag noch so, ach guck mal, ein schöner blauer Fisch. Was ist denn das? Alter, das passiert mir auch nicht nochmal. Das passiert mir auch nicht nochmal. Das kannst du aber glauben. So, ein paar Steine noch mitnehmen. Oh, der Stamm ist noch ein bisschen dicker, glaube ich, ne? Komm, wir hauen noch ein bisschen Holz kaputt hier. Wenn wir schon gerade hier sind. Und dann gehe ich gleich mal, wie gesagt, in Richtung dieses Towers. Vielleicht finden wir da ja eine coole Baulocation. Schauen wir mal. So, ich glaube, die ist schon wieder kaputt, die Axt. Jawoll, erstmal wieder schön geschissen. So, wo haben wir denn? Wo haben wir denn hier? Wo haben wir denn? Da haben wir.
Na, darf ich, danke? Danke. So, einmal Kacke mitnehmen. So, die müsste jetzt genau kaputt sein. Alles klar. So, bist du Axt? Komm her. Zack. Dann hier einmal bitte repairen. Sehr schön. So. Dann können wir jetzt weitermachen. Hier ist ein dicker Baum, oder? Das ist doch mal ein Megabäumchen hier. Warte mal. Naja, so megabäumig war der dann auch nicht. Der hat ja nur Stretch gegeben. Toll. Ich brauche Wood. Also Wood ist verdammt schwer zu kriegen. Gut, bei den Rezepten ist zum Glück auch nicht so viel Wood verlangt. Das wäre sonst extrem unfair, wenn man erstmal hier den halben Wald abholzen muss. Ist natürlich auch wieder mal klar, ne? Kaum ist der Mensch da, schon werden wieder Ressourcen weg. Resourced. Was? Nein, kaum ist der Mensch da, werden Ressourcen abgebaut, um natürlich zum einen überleben zu können und natürlich auch, um sich das Leben zu verschönern. Wir holzen den Regenwald ab, schon vor 60 Millionen Jahren. Wobei ich, wie gesagt, nicht glaube, dass das hier wirklich von vor 60, 65 Millionen Jahren spielt. Ich glaube eher, dass das hier irgendwie so ein Areal ist, wo man Dinosaurier gezüchtet hat und uns reingeschmissen hat. Warum auch immer. Um zu gucken, ob wir überleben. Also das könnte ich mir wieder mal vorstellen. Nein, schon weil wir diesen Chip in uns tragen, den wir im Arm haben. Dass es irgendwas damit zu tun haben könnte. Das könnte ich mir, wie gesagt, vorstellen. Vielleicht ist es auch eine Gefängnisinsel oder Gefängnisplanet. Ne, dass du hier ausgesetzt wirst, weil du irgendwas angestellt hast und dass dann einfach geschaut wird, ja, mal schauen, ob der Junge hier überlebt oder die Frau. Cool. Ein Strauch mit Felsen und Steinen drin. Das ist ja super. So, mal zwischendurch ein bisschen Fiber. Machen wir erstmal alles frei hier. Machen wir erstmal ein kleines Fußballfeld. Können wir hier ein bisschen bolzen. So, und ich hoffe, dass es gleich wieder hell wird. Ich möchte nämlich da, wie gesagt, gleich noch rüber. Da müssen wir nur auf die Krokodile aufpassen. Ich weiß nicht, wie schnell die sind, aber im Wasser sind sie definitiv schneller wie wir. Das haben wir ja schon festgestellt. Dass solche Stellen aber auch so gut bewacht werden, ne? Das ist echt schon ein bisschen gemein. Kann es sein, dass die Sträucher ziemlich schnell wieder respawnen? Hier hatte ich doch eben schon weggemacht. Ich meine, soll mir ja egal sein. Wir müssen tatsächlich gleich mal was essen. Warte, ich erstmal gerade ein bisschen Fleisch. So, gerade mal Haps, Haps. Sind wir auf 60, dann essen wir noch eins. Dann müssten wir irgendwie bei 80 sein oder so. Jo, das sieht gut aus. So, wie sieht's denn aus? Immer noch. Na gut, okay. Dann sammeln wir noch ein bisschen. Bisschen Munition für die Slingshot. Die ja sowieso nichts bringt. Wie gesagt, ich weiß nicht, wo man die einsetzen soll. Ist ja ganz nett, aber die nützt ja auch nichts gegen die Raptoren, ganz ehrlich. Wenn da so ein Raptor kommt, du, dann ist aber ganz schnell Feierabend. Und wir sind gerade Level, was sind wir? 7. Ey, noch 3 Level. Und dann können wir endlich eine Knarre bauen. Da freue ich mich schon drauf, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Wie ich mich da drauf freue. Dann haben wir nämlich wenigstens auch mal eine Chance. Jetzt nicht unbedingt gegen den Tyrannus, aber dann können wir vielleicht auch mal so einen Raptor umballern. Das wäre doch geil. Erstmal die Raptor-Population hier ein bisschen runterdrehen. Das wäre doch was. Die geben bestimmt schönes Zeug. Ich könnte mir vorstellen, dass so Gegner, die schwer zu besiegen sind, dass die wirklich ordentlich Zeug hinterlassen. Jetzt nicht wie so ein Dodo, nur ein bisschen Hide oder so, sondern dass da wirklich ordentlich was rauszuholen ist. Wobei gut, an so einem Raptor ist ja nicht viel dran. Das sind ja auch nur ein bisschen Hautlappen mit Muskeln, ehrlich gesagt. So, der Mond geht gleich unter. Das heißt, wir können gleich weitermachen. So, da können wir leider nichts sammeln. So. Alles klar. Jetzt müsste es gleich eigentlich wieder heller werden. Ich fäll gerade noch mal ein bisschen hier Bäume. Nutzen wir die Zeit gerade ein bisschen, damit wir die Axt sowieso nochmal reparieren. Oh, hier haben wir noch einen schönen dicken Stamm. Guck mal hier. Ja, ein Wood, drei Wood, vier. Oh, der ist gut, der ist gut.
So, dicke Stämme sind gut. Da muss ich echt noch mehr von finden. So, was macht denn unser Gewicht? Wir sind gleich schon wieder überladen. Müssten also gleich dann schon mal anfangen, irgendwo... Oh, der ist durch Anpusten umgefallen. Schon mal gleich irgendwo anfangen zu bauen, aber wie gesagt... Ich glaube, ich gehe dann erstmal da hoch. Aber erstmal machen wir die Axt jetzt gleich nochmal ganz. Die wird jetzt gleich kaputt sein. Ich glaube, die Steine nehmen auch ganz schön viel Gewicht mit, oder? Lass mal gerade gucken. Ja, die nehmen allein 35, nehmen die weg. 71 Steine. Das ist kein Wunder. Das wiegt 15, das ist auch relativ schwer. Ja, die Bären sind jetzt nicht ganz so schwer, aber wie gesagt, das nimmt ganz schön viel Gewicht weg, die Steine. Ich denke, so viele Steine brauche ich auch gar nicht. Das wäre jetzt ein bisschen übertrieben, so viele Steine aufzunehmen. Wo ist denn? Ach, da. So, gut, das hat funktioniert. Erstmal den Akkuschrauber angesetzt und dann passt das. So, ist das jetzt schon hell genug? Nee, glaube nicht, ne? Okay, dann nehme ich erstmal keine Steine mehr mit, weil das ist dann definitiv zu schwer. Sonst habe ich gleich keinen Platz mehr für Holz. Oh, muss das jetzt hier so anfangen zu regnen? Gut, dann lösen sich wenigstens die Skorpione wieder auf. Das ist ja auch was. Kann ich denn vielleicht gerade eine Slingshot bauen? By the way. Auch wenn die uns ja nicht so wirklich viel hilft, aber... Ja, komm. Wie viel verschwendet denn das gerade? Fiber 2. Ja, komm. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Das sieht gut aus. Dann haben wir die auch schon. Dann gehe ich jetzt mal gerade... Nein, nein, nein. Abbrechen, abbrechen. Ich will nicht noch eine bauen. Verdammt. Das war jetzt blöd. Können wir die... warte mal. Können wir die irgendwie... können wir die droppen? Können wir nicht drop all use? Können wir tatsächlich, glaube ich, nicht wieder zerlegen. Schade. Das ist natürlich jetzt blöd. Jetzt habe ich nämlich zwei gebaut. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Naja gut, ich meine, die geht ja auch mal irgendwann kaputt. Das war jetzt blöd. Gut, ist, kann passieren. Ist nicht weiter schlimm. So, wir können sonst noch alles craften. Haben wir alles da. Level Up dauert noch ein bisschen. Nein, ich möchte keinen Folder erstellen. Okay, dann würde ich sagen, tasten wir uns mal vorsichtig vor. Hier vorne waren ja auch noch keine Krokodile, ne? Die kamen erst da hinten, wo die... Ah, wo sind die Brontosaurier hin? Die sind auch nicht mehr da. Kann ich den Speer im Wasser benutzen? Tja, hier ist so ruhig, ne? Hier ist keine Sau. Da waren ja die Haie. Sollen wir es riskieren? Ich hab schon wieder Schiss, dass ich da jetzt gleich auf einen Piranha treffe. Ich müsste eigentlich an der schmalsten Stelle rüber. An der schmalsten Stelle, weil da ist es auch nicht so tief. An der schmalsten Stelle rüberschwimmen und dann einfach nur loslegen. Ich bin bewaffnet. Naja. Ich glaube, die werden einfach nur grinsen und weiter angreifen. Ist denen, glaube ich, scheißegal, dass ich mit dem Speer hier rumrenne. So, da vorne. Was bist denn du? Ah, der sah gerade so von der Seite aus. Weil er den Hals so eingeklemmt hat, dachte ich gerade. Es wäre ein Tyrannus. Warum rennt der da so komisch? Ach so, weil sein Kollege da ist. Ich habe schon gedacht, der kämpft da eventuell mit dem anderen. Das tut er aber zum Glück nicht. So, gut. Da vorne, das hier scheint die schmalste Stelle. Oder da unten ist eigentlich die schmalste Stelle, ne? Hier ist relativ schmal, tatsächlich. So, das da ist... Ist das? Doch, sind Vierbeiner, ne? So, pass auf, dann versuche ich hier mal mein Glück. Einmal links, einmal rechts gucken. Dann antäuschen und weiter. So, da schwimmt irgendwas. Es ist aber kein Hai, es ist auch kein... Okay, gut. O2 reicht noch. So, jetzt kommen wir hier an Land. Pass auf, und da sitzt da direkt ein Krokodil. Ich sehe es kommen. So, erstmal Roundhouse-Kick aus dem Wasser raus. So. Wie sieht's denn aus jetzt? Sieht doch ganz gut aus, ne? Sieht doch ganz gut aus. Der Große ist auch nicht da. Es sind auch keine Krokodile da. Da vorne ist ein Tapir. Alles gut.